Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir meine Quantenenergie-Generator-Erfahrungen nach Nikola Tesla teilen. Ich möchte dir mal zeigen, was du hier eigentlich inhaltlich bekommst. Ich kann dir natürlich nicht alles zeigen, das sollte klar sein, aber so, dass du einen besseren Eindruck bekommst und was dieses Produkt alles beinhaltet. Und am Ende kannst du dann selbst entscheiden, ob das Ganze für dich Sinn macht, darin zu investieren oder nicht. Du findest wie immer den Link zu diesem Produkt in der Videobeschreibung, dort kannst du auch mal schauen. Ich glaube, es gibt aktuell auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, somit gehst du hier eigentlich kein Risiko ein, falls dir das Produkt nicht zusagen sollte. Wie du bereits erkennen kannst, befinde ich mich hier im Mitgliederbereich. Es ist eigentlich im Prinzip eigentlich nur eine Download-Seite, also du bekommst deine Zugangsdaten, nachdem du bezahlt hast, innerhalb von wenigen Minuten, also es geht recht zügig. Und dann kannst du dich in diesen Mitgliederbereich einloggen mit deinen persönlichen Zugangsdaten und dann kannst du das Ganze hier herunterladen. Also es geht hier los mit dem Quantengenerator. Also es ist hier die Bauanleitung des Quantengenerators, die kann man hier herunterladen. Hier geht es dann weiter mit dem Quantengenerator Auto CAD Dateien. Das sind die 3D Auto CAD Dateien von dem Quantengenerator, die kannst du dann hier herunterladen und die QEG-Baupläne kannst du dann hier weiter unten herunterladen, einmal auf Deutsch und Englisch, oder du kannst dir alles komplett herunterladen. Ziemlich simpel gehalten, gehen wir mal über in das E-Book bzw. in die Anleitung und hier können wir uns einmal das Inhaltsverzeichnis etwas genauer anschauen. Hier sieht man, es geht los mit der Beschreibung des Quantenenergiegenerators, um was es hier konkret handelt. Also so viel kann ich sagen, dass es einfach eine Adaptierung von Nikola Tesla ist und diese Adaptierung betrifft die Umwandlung von einem linearen in ein rotierendes System und es ist halt eben so konzipiert, dass man eine kontinuierliche elektrische Leistung von 10 bis 15 Kilowatt liefern und auch eingestellt werden kann, sodass 120 Volt oder 230 bis 240 Volt Einphasenstrom geliefert wird. Man bekommt hier dann auch eine schematische Darstellung. Man sollte sich hier definitiv mit Physik auskennen, sonst wird man hier leicht überfordert sein. Man bekommt auch eine Teileliste, die man dann dafür benötigt, also einmal für die Kondensatoren, für die Endplatten und Ummantelungen. Da steht dann immer dabei, welcher Typ und welches Modell und dann auch die Menge. Man bekommt eine Teileliste für die Erregerspule, die Antriebsriemen und Riemenscheibe, für den Antriebsmotor, für den Generatorkern, für die elektrische Verbindungselemente und eben zusätzliche Teile wie Anschlussbox für die Elektrik und so weiter. Im Prinzip hat der Generator bestimmte Hauptbestandteile, wie zum Beispiel den Rotor, den Stator, das Kugellager, den Inverter, die Riemenscheiben, den Rahmen und die Verpackung, die Kontrollbox, den Antriebsmotor und so weiter. Und darauf wird dann hier eingegangen, also zum Beispiel beim Bereich Endplatten wird dann mehr darauf eingegangen, welches Glasfasergewebe verwendet wird. Und da sind dann auch Bilder dabei, wie man das eben nachbauen kann. Und ja, so viel kann ich mal sagen. Und dann, wenn wir nochmal zurückgehen, gibt es ja noch die Auto-CAD-Dateien und die kann man sich hier dann herunterladen als ZIP-Datei. Es ist auch wirklich alles vorhanden. So viel kann ich bestätigen. Meine Einschätzung ist, es ist definitiv seriös. Aber wenn man keine Ahnung hat, sollte man hier die Finger davon lassen. Die Bauanleitung führt einen wirklich Schritt für Schritt durch. Und man kann es meines Wissens nach tatsächlich nachbauen. Das ist jetzt natürlich keine Garantie, weil ich bin hier kein Experte. Ich kann dir nur meine Erfahrungen teilen. Ich habe hier nicht das mega Wissen in diesem Bereich, aber es sieht auf jeden Fall sehr seriös aus. Es wird alles beschrieben, sehr verständlich beschrieben. Vieles wird in einzelne Teilschritte untergliedert, sodass man es eigentlich kaum falsch machen kann. Und wenn, dann kann man sich ja jederzeit an den Support melden. Also ich merke, dass hier definitiv Arbeit dahinter steckt. Man muss halt lediglich die Drehzahl der Maschine auf Resonanz bringen. Und ab da wird versprochen, dass der Generator selbstständig läuft.
Oder ich würde dir vorschlagen, klick einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dann kommst du zu dem Angebot mit der 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich schaue mal, ob es derzeit auch noch einen Rabatt gibt. Ich kann es dir einfach mal empfehlen, zu testen, lese es durch und nutze es, wie du es für dich nutzen möchtest. Wenn du hierzu noch Fragen hast, dann schreib diese in die Kommentare und ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Meinung und diesem kleinen Einblick weiterhelfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.